Welcome back, ladies and gents. Ich bin Daniel Korte und in diesem Video spreche ich über die 5 Vorteile, die du da draußen hast, wenn du deinen Bart bei einem Barbershop machen lässt. Leute, ich wurde entjungfert. Und jetzt nicht das, was du gerade denkst, sondern ich habe mir meinen Bart zum allerersten Mal bei einem richtigen Barbier schneiden lassen. Davor habe ich es eigentlich immer selber gemacht oder manchmal vielleicht beim Friseur meinen Bart so ein bisschen trimmen lassen. Und diesmal war ich wirklich zum allerersten Mal bei einem richtigen Barbier. Und das nicht irgendwo, sondern auf der Barber Expo 2019 in Berlin. Und auf der Barber Expo, da gab es halt so die neuesten Frisurentrends, die neuesten Barttrends, da gab es Workshops, da wurden Produkte vorgestellt. Es war sehr, sehr interessant für mich dort. Und die Gelegenheit habe ich dann direkt genutzt, da habe ich gesagt, komm, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann musst du dir deinen Bart auch mal von einem richtigen Barbier schneiden lassen. Vielen Dank an dieser Stelle an Fake Club und den Barbier Jan, der meinen Bart so ein bisschen in Form getrimmt hat. Und Leute, der Jan hat das wirklich mit so einer Hingabe, mit so einer Leidenschaft gemacht, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Also wie so ein Künstler, der immer wieder so ein bisschen an seinem Kunstwerk rumfummelt und arbeitet, ja. Also das hat er echt bombastisch gemacht. Ich verlinke die Jungs von Fake Club und den Jan einfach mal hier in der Infobox. Wenn ihr mal in Berlin seid und einen Barbershop sucht, könnt ihr einfach mal da vorbeischauen. Naja, auf jeden Fall war es das erste Mal für mich, dass ich bei einem Barbier war. Und ich war so begeistert, da habe ich gedacht, komm, machst du dazu einfach mal direkt ein Video. Und zwar mit den Vorteilen, die man hat, wenn man seinen Bart bei einem Barbier machen lässt. Vorteil Nummer 1 ist die Expertise. Leute, unser Eins schneidet sich ja normalerweise nur seinen eigenen Bart, ja, normalerweise. So ein Barbier, der schneidet tagtäglich zig Bärte, ja, der schneidet in seinem Leben wahrscheinlich zigtausende von Bärten. Von daher hat er eine viel größere Erfahrung, eine viel größere Expertise. Und dementsprechend hat er auch einen viel offeneren Blick dafür, was man mit einem Bart machen kann und was nicht. Dementsprechend ist seine Erfahrung, seine Expertise halt viel, viel größer, wenn es um das Thema Barttrimmen geht. Vorteil Nummer 2 ist die Genauigkeit und die Präzision. Aufgrund seiner Expertise und aufgrund seiner Erfahrung kann der Barbier natürlich viel genauer und viel präziser arbeiten. Zudem kommt natürlich noch hinzu, dass der Barbier halt deinen Bart schneidet, also eine zweite Person schneidet deinen Bart. Wenn wir zum Beispiel vom Spiegel stehen und gucken, ist es da symmetrisch, ist es nicht symmetrisch, das fällt uns natürlich sehr, sehr schwierig. Aber ein Barbier kann genau sehen, okay, ist es symmetrisch, ist es nicht symmetrisch, wo muss ich nochmal ein bisschen angleichen oder wo nicht. Und gerade wenn es zum Beispiel um das Thema Konturen geht, ja, da kann der Barbier natürlich richtig piekfein und ganz genau arbeiten und das kann man selber einfach nicht ganz so genau machen. Ja. Also ich stelle mich da gerade vor, so wie ich da vom Spiegel stehe und versuche, auf Millimeter genau meine Kontur zu machen, das kriegt man einfach nicht so gut hin wie ein Barbier. Vorteil Nummer 3, passender Bart zur Frisur. Die meisten Barbershops bieten nämlich nicht nur Barttrim und Bartpflege an, sondern du kannst dir dort auch deine Kopfhaare schneiden lassen. Dementsprechend können Bart, also Bartfrisur und Haarfrisur perfekt aufeinander abgestimmt werden. Gerade wenn du zum Beispiel viel Wert darauf legst, wie der Übergang hier zwischen Bart und Frisur ist, dann solltest du auf jeden Fall mal zum Barbershop gehen und dir deinen Bart dort machen lassen, weil das kriegen die Barbiere halt wirklich perfekt hin. Und wie man vielleicht sehen kann, seit der Barber Expo habe ich meinen Bart nicht mehr getrimmt, weil ich mir im November einfach mal meinen Bart so ein bisschen wachsen lassen möchte. Und wenn du da draußen dir deinen Bart auch mal wachsen lassen möchtest und ein paar Tipps brauchst, wie du deinen Bartwuchs beschleunigen kannst, dann check dieses Video hier oben gerne mal aus. Dort gebe ich ein paar Tipps, wie du deinen Bartwuchs einfach mal so ein bisschen fördern kannst. Vorteil Nummer 4 sind die Zusatzleistungen, die du bei einem Barbershop hast. Und damit meine ich nicht das Whisky trinken oder die Zigarre rauchen oder den Kaffee trinken. Das kannst du nämlich bei einigen Barbershops auch machen. Sondern neben Bartpflege und Barttrim kannst du halt auch deine Haare schneiden lassen oder deine Ohrenhaare entfernen lassen, deine Nasenhaare entfernen lassen oder auch deine Augenbrauen machen lassen. Dementsprechend so das ganze Wellnessprogramm für Männer. Ja, das bekommst du bei einem Barbershop und das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Und zu guter Letzt, Leute, das ganze Erlebnis an sich. Ich habe es gerade schon gesagt, bei manchen Barbershops bekommst du sogar einen Whisky oder eine Zigarre und die Barbershops sind cool eingerichtet, es läuft coole Musik, die Barbiere sind cool drauf und das ganze Erlebnis an sich ist einfach schon mal ein Gang zum Barbershop wert. Und der Jan hat das wirklich mit so einer großen Leidenschaft gemacht, als er meinen Bart gemacht hat. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie so ein Künstler, ich habe es schon gesagt. Und er hat mir dann auch noch so ein warmes Handtuch über den Kopf gelegt, damit sich die Poren öffnen. Dann habe ich noch eine Kopfmassage bekommen. Dann bekommst du vielleicht noch ein bisschen Puder über deinen Bart oder über deine Frisur drüber. Und allein dieses Erlebnis an sich ist der Gang zum Barber einfach wert. Kann ich nur jedem empfehlen. Jeder Mann sollte mindestens einmal im Leben in einem Barbershop gewesen sein, um seinen Bart schneiden zu lassen. So Leute, und jetzt schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr persönlich auch schon mal bei einem Barbershop euch euren Bart habt machen lassen oder ob ihr noch so jungfräulich seid wie ich bis vor kurzem. Ich bin mal gespannt. Also ich kann nur sagen, lohnt sich definitiv. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Nils Glöckner.
Nils, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal begrüßt werden möchtest, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Weitere Videos zum Thema Rasieren und Bartpflege findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.